schönen, guten, was auch immer. Da sind wir wieder mit einer weiteren Folge des Let's Plays. Ich hoffe, diesmal werde ich dann auch... Ach nee, das... Ah, okay, das funktioniert doch noch. Das ist ja praktisch. Das funktioniert ja. Da könnte ich ja nochmal... wie mache ich denn das jetzt? Ja, das funktioniert nicht. Ich brauche eine andere Methode. Sekunde. Haben ja mobile Telekommunikationsgeräte. Die können mir das, was ich machen möchte, auch mitteilen. Mann, ist das heute alles laut hier. Passiert auch nicht so viel. Aber wir können ja mal aus dem Fenster gucken. Vor euch der entspannte Blick ins... Ah ja. Was ist denn da los? Aha. Der entspannte Blick in die Unendlichkeit, während ich überlege, wo das denn war. Da war das und da war das. Genau. Und dann kann das hier so laufen. Ja. So. Mal gucken, ob mein Plan aufgeht. Bestimmt nicht. Aber jetzt habe ich eine ungefähre Zeitmessung. Davon muss ich bestimmt jetzt wieder 2-3 Minuten abziehen. Aber es hilft bei der Orientierung. Warum müssen wir uns orientieren im Raumzeitkontinuum? Ja, das ist immer die Frage. Aber viele von euch werden ja schon gespannt darauf warten, was ich mir denn hier wohl ausgedacht haben könnte. Jedenfalls... So die Idee meinerseits, dass es total spannend wäre, wenn man das hier so machen würde. Uiuiuiuiui. Ein Hoch auf eine Framerate, die nicht stabil bleibt. Auf jeden Fall haben wir dieses Gebiet hier sehr schön befüllen können. Das hat geklappt. Und wir werden es jetzt mal noch ein wenig weiter... treiben, als wir es schon getrieben haben. Wow, Hilfe. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus aus dieser blöden Ecke. Na, gehst du da raus? Ja. So. Und zwar brauchen wir dafür noch ein wenig... Ach, den haben wir ja schon bei. Ist das praktisch. Wir haben Clearstone. Und ihr hört, es klingt jetzt ein wenig anders. Ich bin jetzt in die Riege derer aufgestiegen, die auch dieses Sound Modify Mod nutzen. Und im Hintergrund hören wir natürlich auch wieder Musik. In diesem Fall von Nick Posse oder Nick Posse. Otros Desnudos. Piano Ambient. Und wenn die Musik vorbei ist, sind wir hier auch fertig. Das Ganze etwas beschwingt und leichter als sonst. Also nicht so dark, nicht so ambient, nicht so... Boah. Weil wir wollen ja heute was Schönes machen. Und weil wir was Schönes machen wollen, fangen wir damit gleich an. Weil ich habe ja letzte Woche, wollte ich schon sagen, im letzten Let's Play schon angefangen. Das Ganze vorzubereiten. Und deswegen können wir das jetzt einfach auch mal grandios durchziehen. Und da wir das tun, ziehen wir die Sache jetzt einfach mal durch. Nö. So, ja. Ja, dann müssen wir vielleicht diesen. Das klingt toll. Super Geräusche. Den ganzen Krempel hier mal beiseite legen. Machen wir das eher mal so. Und dann müssen wir hier noch austauschen. Ja. Ja, akustisch nähern wir uns dem, was ihr woanders schon mal gesehen habt. Beziehungsweise wir ergeben es. Ja. Denken wir nicht weiter über diesen Satz nach. Er war nicht so besonders gut. Also akustisch nähern wir uns langsam dem, was ihr woanders auch hört. So. So macht das sogar Sinn, was ich gesagt habe. Ist das nicht toll? Sinnhaftigkeit des Seins.
Das heißt, wir sind eins drunter. Das heißt, ja, wir sollten noch weiter runter. Ja, machen wir es hier an der Kante gleich. Ja, das zum Glück Clearstone. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Und wir müssen ja noch weiter runter. Das machen wir dann auch gleich. Weil wir haben ja ein ganz, 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 ganz tolles neues Vorhaben, was wir denn hier auch gleich in die Tat umsetzen werden. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch schon erraten hat, was ich denn vorhaben könnte. Außer die Katzen zu ignorieren, wie sie da mauzen. Weil, ja, sowas habe ich ja schon öfters gebaut, habe ich hier gesagt. Aber das wird jetzt nur denjenigen helfen, die hin und wieder mal auch im Livecast dabei waren. Vor allem auf den älteren Karten. Wir haben ja ein, zwei Kartenresets schon hinter uns. Und in einer der original planlos in Minecraft-Welten gab es etwas Vergleichbares. Tja, so ist es mit der Vergleichbarkeit. So. Nachdem ich das hier erstmal rausgekloppt habe, kann ich vielleicht hier erstmal ein bisschen Licht machen. Machen wir da mal so Licht. So, dann gehen wir draußen nochmal zählen, weil wir werden uns ja jetzt eine Weile im Keller aufhalten. Mann, gibt's hier viele Melonen. Yeah, lecker Melone. Und nein, ich mache mir immer noch keine Gedanken darüber, wie die Verdauung meines Chars aussieht, wenn er den ganzen Tag Melonen mampft. Das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal anmerken. Falls die Frage nochmal aufkommen sollte. Dachte ich mir, sage ich das jetzt einfach mal so. Ja, der eine Klotz war auf jeden Fall richtig. Richtig beschissen daneben platziert. Ja. Ja, gut. Anders geht's ja nicht. Das muss ja irgendwo glatt sein. Dann ist es halt da glatt, nö. Ach, da unten ist auch noch. Och, ist das hübsch. So, also 4 haben wir gelernt. Das sind 4. Aber spätestens jetzt ist es doch ja eigentlich total klar, was wir hier machen, oder? Also sowas von klar. Da ist die Kloßbrühe eine trübe Suppe gegen, sag ich euch. So. Also so, 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 so. Ja. Genau, richtig gezählt. Dass die Plätzchen unter diesen halben Blöcken immer verschwinden, ist so toll. Ach ja. Und ich habe es auch endlich mal geschafft, mir die Inventory Tweaks wieder nachzuinstallieren. Das fehlte ja so ein bisschen in den letzten Folgen. Ja, toll. Und mein toller Plan, dass ich jetzt hier was sehe, ist ja vollkommen in die Hose gegangen. Aber gut, ich kann dann hin und wieder mal draufdrücken, dann hilft's. Und dann sehe ich auch wieder was. So, ja. Ja, ne? Dann geht's hier mal allzeit bereit voran. Und über... ja. Überhaupt. Wenn wir jetzt schon da sind. Also. So. So. Genau. Haben wir nämlich das eine Wichtige, was wir dafür jetzt brauchen? Nee, das haben wir natürlich nicht bei. Wie sollte es auch anders sein? Also wir brauchen es ja. Warum sollten wir es dann mitnehmen? Vor allem sollte man es in irgendeiner dieser Kisten wiederfinden. Das wäre auch eine Maßnahme. Das wäre total toll. Richtig hip und cool. Hier drin ist es auch nicht. Habe ich das denn hinpackt? Das war wieder 50 Kisten hier durchgehen. Das ist halt der Nachteil, wenn man sich so viele Kisten macht, ne? Man hat da echt auch Variationen des Versteckens auf einmal. Nee, nee. Aber es muss doch da in dieser Kiste eigentlich... Nee, das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Das
das da oben schon reingepackt? So, frei nach Motto, wir nehmen es ja sowieso gleich. Ach ja, natürlich. Wo sollte es auch anders sein als in der Kiste, in die es gar nicht reingehört? Macht ja alles auch so viel Sinn. Aber erstmal guten Appetit. Noch ein Stückchen Melone gefällig. Milady. So. Eieiei. So. Na. Wird's endlich klar, was hier passiert. Na, so langsam müsstet das doch haben. Machen das ja jetzt ja auch alle nicht erst seit gestern, ne? Müsste doch funktioniert haben mit euch. Und so. So, dann müssen wir das hier alles mal wegmachen. Ja, und ich könnte mir eine Eisenspitzhacke jetzt auch mal gönnen, aber wir haben ja noch große Pläne, deswegen sparen wir. Wir sparen wieder ganz, ganz viel Eisen ein. Um es dann anderweitig oder doch nicht. Na, siehst du. Kann ja noch einen wegnehmen hier. Zu verwenden. Ja. So sieht das aus. Sparsam. Soll es sein, um dann mit vollen Händen ausgegeben zu werden. So. Da ist der schon da. Das heißt, da. Ja, aber hier so ist doch eigentlich hübsch. Zack. Das ist auch schön. Kann man so rausgucken. Naja, machen wir es mal so. Hallo. 1, 2, 3, 4. So. Das habe ich natürlich wieder nicht ausgezählt. Ah ja. Also bin ich auch schon eins weit. Das kann uns aber alles nicht schocken. Wir sind im Nicht-Schock-Modus. Uns schockt hier einfach mal gar nichts mehr. So. Ja, so einfach ist das. Ja. Also die Inventory-Tweaks sind schon definitiv eine immense Erleichterung. Nehmen so ein bisschen die ungeliebten Handbewegungen weg. Also das, was man ungern immer wieder macht bei Minecraft. Ja, und vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ich habe mal ein Let's Guck an hochgeladen von Blockscape. Ein Minecraft-Konkurrent, der sich anschickt, auch diese Lücke des Spiels zu füllen. Auch ein interessantes Konzept, ein bisschen feingliedriger, aber die wirklich Klötzchen begeisterten unter uns, also die Dreckbuddler, das sind die einzigen, die wirklich das Klötzchen in seiner wahren Form, in seiner viereckigen Kantigkeit lieben und schätzen gelernt haben, haben schon gesagt, sieht zwar irgendwie geiler aus, so mit Shader und so, aber irgendwie auch ziemlich scheiße. Naja, so unterschiedlich können Meinungen sein. Andere Videos sprechen eher davon, dass es total toll ist. Ich selber bin noch etwas unentschlossen, wie es denn wirklich ist. Also mir funktioniert noch ein bisschen zu wenig. Außerdem ist die Steuerung für jemanden, der von Minecraft kommt, sehr, sehr schwer zu... Na, nicht zu erlernen, aber zu tolerieren vielleicht. Ich weiß nicht, wie das richtige Wort an dieser Stelle wäre. Weil tolerieren ist auch nicht wirklich... Das ist halt ein anderes Bedienkonzept. Alleine dadurch, dass viele der Tasten, die man so geliebt und gewohnt ist, nun andere sind. Ja, jetzt habe ich das ja alles wieder ausgebuddelt. Jetzt kann ich das wieder einbuddeln. Ach, ist das schön. So, ich wollte hier gucken, ob da auch noch... Ne, da ist kein Teil mehr. Gut,